PietSmiet und Moonlight 7. Haben schon verdammt lange nichts mehr zusammen gemacht. Und genau das haben wir geändert, nämlich gestern. Wir haben zusammen einen Livestream gemacht und haben insgesamt 3 Stunden lang zusammen Fortnite gespielt. Und genau zu sein hat Pedda mitgemacht, Jay hat mitgemacht und Papa Platte hat uns geholfen, in Squads zu den Siegen zu kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Pedas Plan war, dass Papa Platte und meine Wenigkeit Jay und Pedda eben carryen sollen in Fortnite. Aber wie ihr natürlich wisst, war es komplett anders. Wir sind jede Runde Snobby Shores gelandet und Pedda hat uns mal richtig gezeigt, wie das Spiel funktioniert. Und genau das möchte ich heute mit euch teilen. Wir hatten ungefähr 3 Siege in Folge und das hier war unser 4. Game. Wir wollten einen Rekord brechen und schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Egal was passiert, PietSmiet und Moonlight 7 spielen wieder zusammen und das macht mich persönlich sehr glücklich. Und genau diese Glückseligkeit möchte ich mit euch teilen. Komisches Intro, wie immer bei Moonlight 7. Let's go. Unser Chat möchte Tilted Towers sehen. Ich verstehe gar nicht warum. Ich verstehe auch gar nicht warum. Wieso Tilted Towers? Wir haben letztes Mal ein Fortnite-Video gemacht, wo wir bestimmt 40 Mal oder so Tilted Towers gegangen sind. Ich hab's gekackt. Und, wie lief? Ja, lief super. Nein. Also nein. Wir haben es keinmal geschafft, Tilted Towers zu verlassen. Glaub ich. Tilted ist immer so eine Sache, Mann. Ja. Manchmal ist es geil, aber eigentlich hauptsächlich ist es tiltend. Ja. Und in dem Moment, wo es geil ist, denkst du so, oh, Tilted, wow, mega nice, Alter, wir haben den Dreh raus, so, lass nochmal hin. Und dann gehst du nochmal hin und dann passiert halt das, was sonst immer passiert. Geil. Ja. Endlich. Wir hatten jetzt Ewigkeiten keine Sniper, kann das sein? Also... Ich hatte gerade einen Sniper. Match. Nee. Ingame jetzt, also eine Waffe. Also, stimmt, ja. Gerade eben hätte ich echt eine gebraucht. Ja, same. Und ich hatte nie Stuff zum Bauen. Ja, das war das Schlimmste gerade. Ja, wir brauchen echt, also so ein Lama ist halt schon hardcore geil, ey. Auf jeden Fall. Soll der Lama eigentlich dauerhaft implementiert bleiben? Oder gute nur jetzt Frage, ey. Ja, wir haben letztens schon drüber gesprochen. Ist halt ein bisschen broken. Seitdem das Lama da ist, haben halt. Also im Solo, wenn du halt wirklich 4-5 Leute killst, hast du halt eigentlich immer 1000 von jedem Material. Was halt relativ krass ist. Weil einer dieser 5 Leute hat halt immer irgendwie ein Lama gefunden, weißt du, wie ich meine? Ja. Da müssen sie irgendwas machen, Peter, dass dann nochmal die. Was denn? Nee, nee, Kevin ist bei dir. Ah, ich wollte dir so eine Haustour hier geben. Scheiße. Irgendwas, was die. Das ist klatsch, ey. Dingens noch stärkt. Alter, du bist so ein Arsch! Wieso? Nee, hä, ist voll gut. Schreibt jemand ja, das. Ja, ist gut. Ich dachte, du hättest gerade was gezockt. Nein, irgendwie was den Raketenwerfer bufft oder sowas. Obwohl der auch schon für den Start ist. Warte, du willst den Raketenwerfer buffen, Jay? Digga, der ist absolut broken. Was willst du denn damit buffen, Bruder, Alter? Was wir damit spielen sehen, das ist, Ja, buffen. Oh, hier sind Gegner! Wo war was? Wo? Einer ist hier direkt in einem der Häuser. Kann das sein, dass ich... Du hast Granaten rein? Dude. Oh, er ist an mir vorbei. Oh, der macht mich down. Oh, bitte töte mich. Nein, er tötet mich! Ach, komm schon, Ficker! Hab ihn. Oh nein. Das war's. Instant down? Ja. Oh, Peter hat ganz schön geilen Scheiß gehabt, nice. Oh Jay, ich hab einen Slurpy für dich, dann. Gut! Was zum Teufel? Wer von euch gestört war das? Jay! Alter, was geht, ey? Was denn los? Kannst du nicht wenigstens irgendwie sowas wie, keine Anlehne sagen oder so? Was denn? Ich wusste nicht, du hast hier was neben mir gerade explodiert ist? Bei dir ist was explodiert, oh sorry. Oh ja, das sagt der Mann mit dem Zünder in der Hand vor allen Dingen, Mann. Ach so, ja, ich bin ausgerutscht, sorry. Oh! Fick dich! Fucking Black Long Snake, Mann! Ich musste leider so weit weggehen, weil ich Angst habe, dass ich mich selber in die Luft jage. Jetzt ist der Peter gestorben, ey. Ah, feels fucking bad, man. Ja. Kann man C4 eigentlich wieder aufheben, wenn es am Boden liegt, Kevin? Nee. Ich hab übrigens wieder ein Jump-Pad. Natürlich hast du das vor allen Dingen, ne? Das ist ja das Wichtigste. Ey, das lag aber aus den Typen haben wir das gezockt. Na gut. Peter geht einfach wie bei Destiny. Ist Peter einfach jetzt aufgestanden, dann ist er abgehauen. Alles klar. Nein. Ich hab noch eine grüne Air für jemanden. Ja, nehme ich. Okay. Wo bist du denn? Welche Farbe? Hier unten. Rot. In der.
Peter hat es tatsächlich einmal geschafft, mitten in der Aufnahme einfach aufzustehen, Licht auszumachen, Aufnahme zu beenden und ist gegangen. Weißt du auch, oder warum? Nö. Der hat das einfach vercheckt. Dachte, wir wären irgendwie, oh, keine Ahnung. Oh, du bist ja schon hier. Ja, hi. So viel zu dem vercheckt, ne? Vercheckt. Ja, einfach komplett so. Boah, er hat vergessen, weg, dass er aufnimmt und war einfach weg? Ja. Ja? Aber wie funktioniert das, weißt du? Muss ja nicht irgendwie so, keine Ahnung. Wir haben einen, hier auf Tabletop Simulator haben wir ein Spiel gezockt, der war ja schon draußen. Ach so, so wie jetzt ungefähr. Der hat einfach die Aufnahme beendet und ist gegangen. Also Facecam aus, einfach aufgestanden, Licht aus und wegfahren. Vielleicht vergisst Peter ja auch, dass er noch livestreamt. Vielleicht kommt er nie wieder. Wir müssen gleich anrufen oder so. So auf Klo eingeschlafen. Oh, so wie damals auf der Arbeit, Mann. Holy shit, das sind ziemlich gute Zeiten. Hey, was? Du hast ja gesagt, dass ich auf Toilette gehe. Daniel, ja, ey, deine Storys sind echt komisch, Mann. Super, kann ich dir gleich noch mehr erzählen, keine Sorge. Sie haben immer irgendwas mit Toiletten zu tun. Ja, ich kann eine Menge Toilettengeschichten, aber Toilette passiert immer spannender Kram. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich chatte mal wieder mit dem Chat. Also, Peter, übrigens, ne, Jay hat gerade erzählt, dass du gelegentlich... Ich hab das gehört Aufnahmen alles, ich hab Gott sei Dank so Wireless-Headphones. Wenn ihr lästern wollt, wenn ich weg bin, dann funktioniert nicht. Ja, aber hab ich recht gehabt oder hab ich recht gehabt? Ja, du hast recht gehabt. So. Hat jemand noch von euch einen Schlürftrank? Zufällig, weil ich habe 25 noch, die mir noch fehlen. Ansonsten. Oh. Warte, ich habe hier einen großen, komm mal her. Boah, ich brauche eigentlich auch einen. Ja, wir haben noch jemand kleiner? Nee, ne? Deswegen war meine Frage, aber ihr nehmt den ruhig. Dankeschön, Mann. Dann trinke ich beide, okay, dann bin ich 100%. Ja, das macht mehr Sinn. Als wenn ich die 25 mir nur nehme. Bedeutet übrigens, warte mal, Peter, brauchst du ein Mikrofon da dran, weißt du? Wir hatten damals mal jemanden, mit dem wir zusammengespielt, der war immer mit seinem Wireless-Headset auf Toilette und immer so plätschern hören und so weiter. Oh, ja, früher noch hier die Logitech ja, genau, hatte ich damals, ey, das war awkward. Also, das war eigentlich immer ein Dauerbrenner, sag ich dir. Keine Ahnung, Chat, hat jemand von euch ein Wireless-Headset? Ist das irgendwie so ein befreiendes Gefühl? Habt ihr das Gefühl, dass ihr, keine Ahnung, im Teamspeak sein könnt, aber gleichzeitig irgendwie Pipi machen könnt? Hi, moin. Oh, natürlich finde ich jetzt Schlurfies, ne? Hier sind noch kleine Minis, aber ich kann nicht mitnehmen. Und ich muss losrennen. Muss los, Brudi. Kevin? Oh, Kevin ist gemutet. Ich muss ein Tor schießen. Kevin wird leider sterben, glaube ich. Okay, shit. Schieß kein Tor mehr. Hier ist aber noch eine Truhe, die muss ich noch looten. Dude, ich hatte schon so oft drüber nachgedacht. Also, Chat, ich habe schon so oft darüber nachgedacht, ne? Ein Wireless-Headset zu holen, ey. Das wäre, glaube ich, echt geil. Ich bin ganz ehrlich, wirklich geil wäre das. Weil du halt wirklich quasi die Freiheit hast, ja? Kannst auf Toilette gehen, kannst halt alles hören. Aber ich hätte dann so ein bisschen Sorgen, dass sie A, schlechte Soundqualität haben und B, so ein Delay haben, ein bisschen. Dass man halt Sachen später hört und so. Aber ja, mal gucken, Alter. Vielleicht in Zukunft, Stream-Chat. So ein kleines Pipi-Mach-Wireless-Headset. Ich kann Bandagen legen, wenn jemand braucht. Ich hab Medipacks. Oh, für uns alle? Nee, nur eins. Warte, Mann. Hi. Grüße dich. Ich hoffe, ich komme an. Ja, doch, müsste. Hier unten sind noch Bandagen, falls du mitnehmen möchtest. Tilted Towers wird gefightet. Ja, wollen wir reingehen? Ja, ja, oben auf dem Berg Richtung Südost, da siehst du ja so ein bisschen Holz gebaut. Ja. Da, da sind welche. Man kann mit dem Wireless Headset nicht mehr auf Sound spielen? Ja, dann ist sowieso das Wireless Headset down. Sorry, Stranger, dann kann ich das nicht leisten, Mann. Ich weiß nicht, ob die Farbe des Skins euch wichtig ist, aber... Sorry, welche Farbe der Skin? Nee, ist mir sehr wichtig. Das war ein weißer Astronaut. Weißer? Ein weißer? Mach nicht so viel Sorgen. Peter ist auch ein weißer Astronaut. Das ist dann ein, Oh, hier rechts drin. Hier drin. Ich glaub schon. Ich schieß da mal einen Granatwerfer rein, kein Speck bekommen. Dude. Aim, hey, nice Daniel, heaven. Nice Shots mit dem Granatwerfer, möchte ich mal kurz sagen. Nice gemutet. Ja, das war schlecht. Okay, ich hab hier nichts gesehen. Hier unten auf der Straße läuft jemand her. Zwei. Einer genockt. Weißer Astronaut. Sind die down? Oh! Nice, sind down. Ja, alle down. Schön, ja. Nice, gut gespielt. Da alle abgesnitten. Ja. Schön mit dem Raketenwerfer halt reingeballert oder mit Granatwerfer. Oh, mit den Skillwerfer hier rein, was geht? Den Skillwerfer. Ich brauche auch Raketen, Mate, wenn du welche siehst. Ja, natürlich, Bruder. Wow! Shit, Falle. Oh boy. Hier ist ein Medikit irgendwo. Oh, die war sneaky. Medipack liegt hier. Dude, überlebe ich das? Jungs, wie sieht's denn aus? Haben wir noch, wie viele Raketen hast du, Daniel? Wenig. Ich krieg auch gerade übel Schaden. Ich hab 4. Kann ich noch geben. Ja, wäre nice. Machen wir gleich. Fuck, let's go.
Ich laufe schon vorher. Ja, ja, mach das. Ja, ja. Also ich will mal jetzt hier nicht den 31er machen, aber. Nice, den 31er machen hier. Ich hab, oh, ich Idiot, ich hab Granatwerfer weggelegt. Ich wollte ihn noch mitnehmen, Alter. Ach, ich bin total, Mann. Ja, ich hab einen Raketenwerfer. Skillwerfer? Ja, ich hab einen Raketenwerfer dafür mitgenommen. Ja, gutes Worf. Wie warst du, die Raketen? 6 nur, Alter. Deswegen, da waren 10 Stück drin. Okay, wenn Jay noch 4 hat, dann. 2. Da war, okay. Welche noch im Granatwerfer? Bei Gegner drin. Richtung Südost. Genau da. Hat jemand von euch gerade geschossen? Na, ja. Okay. Wo denn unten oben? Rechts vom Berg quasi. Hinter der Ridge quasi, hinter der. Ich kann sie markieren, ungefähr hier so. Ja, ich da oben, die laufen am Fuß des Berges entlang. Also wirklich direkt da, okay, wo die Felsen anfangen. Wir sind noch einen Ticken hinter dir. Wo die? Sind die noch out of zone, oder? Die laufen jetzt gerade erst rein. Da, über dir, am Häuschen, am Häuschen. Oh, Digi. Einer ist close, bei mir. Oh, boah, wir sind noch nicht in der Zone. Oh Gott! Meine, mach keinen Stress. Er hat einer P. Ich hab hinten die infiltriert noch. Wo ist der andere? Oh, Zeug, danke. Lebt den noch, ja, ne? Der hat aber. Der ja, die sind direkt bei. Ja, bei einem Haus. Out of Soul ist der? Hat einen Hit? Ist auch noch so, läuft hier irgendwo in ein Haus rein. Ja, hier. Das ist ein anderer, das sind zwei andere. Ja, ja, ich bin, hab Probleme, hier sind beide überlow, Daniel. Ja. Oh, ich hab Überhits gekriegt. Ja, Woody Bear. Ich hab keinen Shotgun, Woody Bear. Einer down. Hier, bei mir, down, alles gut. Da muss noch irgendwer leben. Wo? Oder, da der nein, Rexmann. Ich bin down. Hab ihn, alle down. Ich heim. Warte, komm her. Shit. Wir müssen uns überbeilen, wir haben eine Minute Zeit, Mates. Ja, wir machen das. The fuck? Ich brauch unbedingt irgendwie ein Medikit oder so. Da liegt ein Chuck-Chuck-Duck oder wie die Dinger heißen. Saufkuh. Magst du den gleich haben, Jay? Ja. Das war aufregend, Leute. Das war sehr, sehr. Ich hab gerade das Papa-Platte-Fenster gemacht und hast schon Angst, dass ich eine Rakete reinbekomme. Oh, die war aber nice gemacht mit dem Fenster. Dankeschön, Mann. Oh, der hatte nur viel zu viel AP. Ich hab das jetzt 6 Raketen. Entschuldigung. Braucht ihr Sniper, ACR, AR-Muni, irgendwas? Was laberst du, Jay? Fühl mich gut, fühl mich gut. Braucht ihr irgendwas? Braucht ihr Muni? Jetzt hast du ihn wütend gemacht. Ich brauch Schild. Alles aufgezählt. Wer hat Schild von euch? Homies? Schild hab ich nicht. Ich hab nichts, sorry, Brody. Aber wir können gucken, hier sind überall Leute gekommen. Ey, Daniel, brauchst du irgendwas? Ja, ich brauch Schild. Ja, Schild hab ich nicht. Er hat noch ein Jumppad. Peter ist nur für. Hier ist noch eine Sniper. Hier ist noch eine lila in der Autoschatte. Alles gut, ich hab alles recht. Oh, wir müssen los. Gibt's da irgendwo eine. Nee. Whatever. Ich hab jetzt noch. Mach mal den Baum nicht kaputt. Nicht, dass wir uns noch verraten hier. Gut, du fucking Loot. Daniel, Raketen. Ich hab 8. Raketen. Gut, ich hab Raketen dropped. Die springen in den Loot Egg rein, seht ihr? Direkt auf 330. Laufen jetzt durchs Wasser. Was zum Teufel? Wo? Ja, seh ich. Der rechte bleibt stehen, die bleiben alle stehen. Die sind aber in der Zone, wir nicht, yo. Jo. Könnt ein Jumppad legen und wir gehen dann darüber. Ja, komm, go. Bau auf. Gib Kevin am besten. Der ist Profi, nee, in Scheiß. Bau ruhig. Oh ja, Gott, auf. So, hier, zack. Auf geht's. Ich geh nach links, okay? Ja, lass auf jeden Fall links. Oh, boah, ich bin auf dem Baum gelandet. Oh, Kevin. Professional Play, by the way, haha. Danke, Noah Neuhaus. Welches Game macht dir am meisten Spaß in letzter Zeit? Peter, mute dich. Hier ist wer direkt. Ich scheuche ihn. Oh Gott, hier explodiert alles. Nein, oh mein Gott. Fuck, Noob. Ich komme nach. Oh Gott, ich bin auch runtergefallen. Daniel, kannst du beschreiben, wo die sind? Am Haus hier. Im Haus. Einer genockt von denen. Im Haus drin. Ich habe guten Peak von oben. Einer da. Der bei mir. Da wo mein Name ist. Ja, kommt eine Rakete drauf. Geht hoch. Oh, der ist im Betttreppenhaus. Hier bei mir. Ja, nice. Nice. Schön, Jungs. Oh, ich hab einen Jumphead. Auf kein Team Damage später. Drei Gegner noch. einfach hier schön. Ist eine die Richtung 345. 345 bei diesem Snobby Building da. Alles klar. In dem Haus. Hier, warte mal, jetzt will ich sehen, wie man die Dinger baut. Papa, komm hier runter. Papa, komm hier runter.
Daniel, so, oh, sorry, ich hab's mitgenommen. Hier, wir haben Jump-Pad. Können wir das rübergehen? Lass Druck machen, Bruder. Ich brauche noch mal ganz kurz, Jay, gib mir Raketen, alles, was du hast. Hier, 18. Ein bisschen Schatz, danke. Gerade aufgesnackt. Okay, Kevin, bau auf hier, komm, ab geht's. Kevin, hier, warum soll ich das machen? Ja, weil du Profi bist. Okay, Edo ist Gegner. Nee. Irgendwo close. Na, die waren, glaube ich, weit entfernt, oder? Okay, wo wollt ihr hin? Ja, da zum Designerhaus, wie du es gerade beschrieben hast, oder wie auch immer das Haus okay, hat. Okay, okay, da war der Einzelne. Du, Alter. Ja, los, let's go. So. Ja, oh Gott! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Wohin? Zum Designerhaus. Ja. Moment, Designerhaus. Hier drin ist einer, das Haus ist nicht hübsch. Das ist wirklich ein Snowy-Haus. Meine Rakete? Kann auch schon weg sein, I don't know. Südosten. Wo? Wo? Südosten. Weit weg? Ah, ja. Ja, das ist so eine Tür. Ich schieße eine Rakete hin. Wollen wir pushen, Daniel? Ja, ja, ich pushe drauf zuschauen. JV, mach mal ein bisschen Druck aus der Entfernung. Ja, das wäre nice. Genau. Unten ist einer. Hat Hits. Hat schön, schön, Hits. Schön. Weiter so, weiter so. Ja, einer hat die. Ja, das ist ein PS4-Spieler. Oh, PS4-Spieler. Mobile Gamer. Nochmal Hits. Mobile, oh, Mobile Gamer. Wollen wir den Achsen? Wollen wir den letzten Achsen, Kevin? Warte mal. Es sind noch zwei Leben, glaube ich. Oh, da haben sich die Raketen gekreuzt, Kevin. Lomo. Der baut sich hoch. Blaue Haare. Hat Hit. Hinter dem Baum. Ist down. Ist noch einer am Leben anscheinend. Hier außerhalb, okay, oder wo? Ein Solospieler. Ja, komm, wollen wir den Achsen? Er hat irgendwo vom Fluss geschossen, glaube ich. Also vom See, meine ich. Ja, wir können den Achsen, wenn ihr wollt. Ja, lass den Achsen, komm. Ah, wo? Okay, wir brauchen dich hier, Jay. Ich muss erstmal in die Zone reißen. Daniel, bist du sicher, dass das richtig ist? Ja. Das ist schlau, ja. Viel Erfolg. Ja. Okay, gut. Ihr habt 5 Fallen. Zählen Fallen auch als Axt? Ja, mach mal die Papa-Platte Airbase. Oh, Daniel, Alter. Die Papa-Platte Airbase, auf geht's. Hat jemand, wie viele Materialien habt ihr? Hat jemand viele? Nahezu ja. Unendlich, ja. Oh boy. Oh, Kevin. Oh. Wir haben auch noch ein Jump-Pad hier. 200. Das können wir nochmal verwenden, wenn ihr wollt. Aha. Was ist denn jetzt die Papa-Platte Airbase? Ah, ich hab mal in der Luft so eine Base gebaut und wollte, dass der Gegner halt stirbt. Dann hat er mich runtergeballert und dann bin ich runtergefallen und gestorben und bin Zweiter geworden. Das ja, ist Daniel, irgendwo im Busch. Nachdem ich dich gehostet habe. Daniel hat mich genau 10 Sekunden davor gehostet, Alter. Schieß mal ein bisschen rum. Ich weiß nicht, wo er ist. Wir müssen auch gleich darüber. Oh, da ist er, guck mal. Da baut er. Ja, tatsächlich. Gebäude. Attacke, komm, Jay, wir gehen da hin. Also Axt, okay. Ja? Ja, aber erst noch low schießen, würde ich sagen. Komm. Warte okay. Aber wussten ihr das? Schießen wir erstmal hier die Decke rein. Oh Gott. Jetzt hat er. Warte, der kann nichts, Jay. Oh, hier ist eine Falle. Ja, er macht das schon. Falle ist weg. Ja, nice. Das ist noch eine Falle. Er hat mega viele Fallen hier, passt auf. Oh ja, das ganze Ding ist verfallt, passt auf. Er ist bei mir. Oh, ich komme. Ich komme. Ich bin down. Ich muss ihn, glaube ich, finishen. Nein! Sorry, man. Oh, er kriegt noch Schaden aus irgendeinem Grund. Nice one. Er hat mich geht's sonst geholt. Ihr habt sehr viel gemacht im letzten Kampf. Ja, Peter, für dich. Na ja, danke schön. 4. Sieg in Folge, ey. Nicht schlecht. Ja, ja Mann, nice. So läuft das nur bei Pete's Meat, sind wir uns ehrlich. Ja. Haben wir schon 4 Wins? Auf jeden Fall. Ja, 4 Stück schon. Oh, nice. Es war erstmal meine letzte Runde, Jungs. Oh. Ja, unsere auch. Oh. Ich bin erstmal raus, Mann. Aber hat sehr gebockt, Alter. Auf 4 Siege in Folge kann man aber auch wirklich mal sagen, er war gut. Ja, das stimmt allerdings. Ja, danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke fürs Einladen, Mensch. Danke fürs Einladen, Sam. Mega nice. Sehr gerne. Gerne wieder. Euch dann noch einen wunderschönen Abend. Gleichfalls. Ebenso, Peter. Dankeschön. Und hoffentlich bis bald wieder. Jojo. Wie gesagt, die beiden könnt ihr übrigens abchecken, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Oder Streambeschreibung. Ehrenmann. Dankeschön, Peter. So sieht's aus. So nett von dir. Okay, dann fange ich mal an, mich beim Chat zu bedanken. Alles klar. Euch beiden will noch einen schönen Tag, ne? Macht's gut. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Habe ich schon ein bisschen Pipi in den Augen gerade, Scene Chat, Alter. Das war schon schön, ich bin ganz ehrlich, Mann. Das war schon schön, ey.